Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellen Overwatch. Wir haben endlich mal wieder nicht das 2, sondern Köpelstein. Oh, er dobst da rum wie ein Gummibär. Aber das war doch kein, Bernie-Hip, oder? Nee, es war noch so ein bisschen rumgespielt. Ja, ich bin froh, dass es kein das 2 ist. Ich wollte eben schon eine Runde aufnehmen, aber es war dann das 2 und es war auch ein langweiliges Match. Der Kerl hatte direkt Warlock an und später dann sogar noch Hardcore-Emo-Unterstützung. Das war echt eklig. Okay. Lass jetzt mal gucken, was er mit dem da oben macht. Jetzt bereits hier im Warm-up. Okay, war immerhin kein Headshot. Der Headshot war klar. Komm. Er zuckelt schon ganz schön hoch auf den Kopf irgendwie. Ich mach gleich mal noch langsamer, wenn er da oben auf Balcony steht. Zack. Ja, da macht er einen. Oh. Obwohl er rechts nebendran zielt, gehen die Kugeln voll in die Rübe. Was macht er? Oh, da unten kommt einer. Oh mein Gott, du hast scheinbar keinen Wallhack. Da habe ich direkt so etwas oder ein klein wenig Aim-Unterstützung im Verdacht. Klar, natürlich hätte eben auch einfach das AK-Spray auf den Kopf gehen können. Ich will es nicht zu 100% sagen, dass das jetzt eben den... Wow, was war denn? Okay. Den Hack bewiesen hat. Das Spiel wurde eben vorgespult. Das Match geht jetzt richtig los. Es ist live. Er steht erstmal rum. Okay. Ich hatte einen schon mal, der hat nur im Warm-up gecheatet und dann clean gespielt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so einer ist. Beziehungsweise es wäre natürlich gut für die Gemeinschaft, dass es... Nee. Ich weiß nicht. Es wäre halt jetzt blöd für uns, weil wenn er jetzt wirklich ganz normal spielt und das sah eben ziemlich normal aus... Dann weiß ich nicht, ob ich ihm wirklich was drücken kann. Die Sachen, die Shots da am Anfang waren halt kurz komisch, aber man kann auch immer von einigen Lack-Momenten sprechen, oder? Beziehungsweise Demo-Lacks. Okay. Es war natürlich klar, dass jetzt hier dann was kommt, oder man konnte es erahnen. Der ging auch gut rein. Was bekommt Toaster jetzt noch so gedrückt von ihm? Wahrscheinlich gar nichts mehr. Die Jungs machen den Down. Okay. Ich muss jetzt halt wirklich hier ganz genau schauen, wie der Hase läuft. Weil möglicherweise hat er jetzt tatsächlich einfach ausgemacht oder die Sachen auf Ultra Legit gestellt, dass man es halt fast gar nicht erkennt. Aber wir werden das schon schaukeln. So, oben, da ist schon einer down. Das sind insgesamt jetzt noch zwei. Okay, hat er ihn jetzt schon so ein bisschen erwartet? Glaubt ihr, er konnte ihn schon sehen? Hat er ihn vielleicht gehört? Also da geht einer Richtung Balcony, wobei man da auch grundsätzlich einen erwartet, würde ich einfach mal so behaupten. Aber gleich kommt auch einer von Connector. Okay, Connector wird gesmoked. Schade, das wäre jetzt edel. Hätte er einfach direkt auf ihn geaimt, so auf Verdacht in Anführungsstrichelchen, hätte ich vielleicht doch eher Richtung Warlock plädiert. Das kann natürlich auch... Was war denn das? Was hat denn da gerade eben so gezuckelt? War das jetzt selbst? Es kann natürlich auch sein, dass er die Aim-Unterstützung, sofern er eine hatte... ausgeschaltet wurde und er sich jetzt halt einfach nur einen leichten Wallhack oder sowas angemacht hat. Um sich selbst so etwas zu unterstützen. Aber, mal gucken. Wir beobachten das jetzt einfach mal. Na, schmeißt er die Bombe weg. Läuft. Oh, keiner hebt die Bombe auf. Alle pushen weiter vor. Ist es hier gerade ein Silber- oder Gold-Nova-Spiel? What the fuck? Oh, zwei krasse Headshots, die einfach so schnell gingen. Den hat er eindeutig gehört. Das war jetzt schon fast verdächtig, dass er noch länger nach da vorne geschaut hat. Bei zwei. Oh mein Gott, wie kann er überhaupt Headshots machen, wenn er so spielt? Bei zwei Cities. Und der eine City ist hinten bei Armory wahrscheinlich auch schon angesagt. Merkwürdig, dass er da weiter rein aimt, weil man ihn schon in Dropper gehört hat. Als wollte er hiden. Schauen wir mal weiter, was er so macht. Ich muss jetzt mal vorzeitig langsamer machen, damit ich wirklich die Fadenkreuzbewegung sehen kann. Ich gucke einfach zu viel in der Gegend rum, weil ich ja doch gleichzeitig schauen will, wie er wohl auf andere reagiert, die gleich dazukommen. Ob er seine Priorisierung verändert. Ach guck mal, er schleicht, weil er wahrscheinlich weiß, dass da einer steht. Alles klar, es könnte schon Richtung Wallhack gehen. Da oben rechts, okay, da unten ist down, aber oben rechts ist auch noch einer. Natürlich kann man den jetzt auch vermuten, weil die Mates ja gar nicht da lang gekommen sind. Aber das gerade eben fand ich schon komisch, dass er da sneakt und auch durchgehend dorthin schaut, wo er eben gerade hingeschaut hat. Sogar eher, ich glaube eher Richtung links an die Kante als rechts in der Mitte. Beziehungsweise er hat die linke Mitte gewählt.
Das ist schon verdächtig. Yo, wow, 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 wow! Das ist doch, da ist doch eine A mit dabei, oder? Also, man könnte natürlich jetzt auch an der Stelle sagen, hey, das ist ein extrem guter Spieler, der jetzt in manchen Situationen einfach scheiße ist. Und, aber er macht dann so viele Kills so schlecht, so bescheuert im Spray, wenn jemand direkt vor ihm steht oder in der Nähe steht, kriegt er es überhaupt nicht gebacken. Und die snackt da jetzt auf einmal so locker um. Ich weiß nicht. Ich mache hier nochmal kurz langsam. Das sah gerade richtig raging aus, was er da getrieben hat. Aufkommen. Wow. Das war keine Absicht, der Team Attack. Der ist ihm einfach voll vorne reingerannt. Rattle. Schlappt da. Ha. Das ist schwierig. Aufkommen. Hatchet wird jetzt genutzt. Wow, und wie hart in die Fresse. Aber das war wiederum ein Shot, der ist möglich. Der ist möglich. Wenn jemand direkt bei dir so reinspringt, und man, ich weiß nicht, hat er nicht gerade sogar einen Backstep gemacht, da kann die Kugel ja sonst wohin fliegen. Aber ich glaube, ich drücke hier möglicherweise einen Wallhack und einen Aimbot oder Aim-Unterstützung. Das Wallhack, das, also das Ding, diese Stelle vorhin war einfach verdächtig. Und auch, dass er in diese Richtung schon so ganz gezielt läuft und jetzt... Wow. Wow. Er hätte nämlich auch hier hinten überall sein können, bei Überdrop oder so. Und er ist wirklich sehr bestimmt dahin gegangen und tatsächlich auch auf diese Stelle halt schon hinzus. Jeder normale T würde an der Stelle, zumindest auf höheren Elos, eher Richtung Balcony gehen dann vielleicht, um so zu gucken oder halt vorsichtig da durchschauen. Aber er geht einfach mit vollem Karacho rein, mit allem, was er hat. Als wenn er wüsste, wo er steht. Naja. Oben sind zwei. Oh, den hat er aber auch so ein bisschen, oder? Hat er da nicht schon sehr stark vermutet, dass da jemand steht? Ich will gucken, was er mit den zwei macht, die auf A lang sind. Ja. Wow, okay. Okay. Wird er jetzt vielleicht ein bisschen durch das Ding snacken? Nee, schade, die Genugtuung gibt er uns nicht. Oh! Das war ganz gut drauf, obwohl er schon wieder so komisch gehakelt hat. Aber man muss echt sagen, die Demos, mir kommt das sogar vor, als wenn es in letzter Zeit schlimmer wäre, die Demos haben einfach so richtig harte Macken. Den da hinten, von dem weiß er jetzt natürlich, ne, weil der hat seinen Mate gekillt. Und das war jetzt auch alles andere als Wallhack verdächtig. Aber das vorhin, das war doch, oder? Ich habe da schon den erhärteten Verdacht, dass er so ein bisschen am Gewürzhecken ist. Das ist nicht leicht, das ist nicht leicht, ne? Wie seht ihr das hier? Genau an dieser Stelle hat er Wallhack und Aim-Unterstützung oder nicht? Ah, Mann, Mann, Mann. Wenn ich überlege, was man manchmal für Lucky Shots macht, dann... Was? In den Kopf? Zieht er dann am Schluss noch hoch, oder wie? War doch eindeutig in die Klöten. Maxi, oder sogar eher noch in die Beine. Gerade eben der Shot dabei, Chicken. Naja, man hat ab und an einfach diese Lacksträhnen, diese Lackshots, wo man sich, diese Wackshots, vor einem taucht jemand auf, man gibt ihm den Insta-Head, dreht sich um 180 Grad und killt dann den nächsten mit einem Headshot und dann nochmal jemand mit einem Headshot, so in drei flüssigen Bewegungen, pam, pam, pam. Und man denkt sich, wow, hoffentlich werde ich jetzt nicht gebannt. Das kann bei ihm natürlich auch der Fall sein, das kann bei jedem der Fall sein. Es muss sich ja häufen, dass man wirklich den festen Verdacht hat. Das Dumme ist nur, diese Wackshots, die sehen natürlich ja, nach einem Cheat aus. Und dann ist es echt bitter, wenn man denjenigen halt dann nicht bannt und er tatsächlich eigentlich ein Cheater ist. Das knabbert dann an einem. Vor allem, wenn dann viele in den Kommentaren noch schreiben, was hast du gemacht? Der cheatet doch. Oh Gott, das war's echt schon. Das war's echt schon, nee. Nee. Also gegrieft hat er nicht, dieser Team-Attack, das war nicht geplant. Other External Assistant am Anfang dieser Bunny Hop, das war auch eigentlich Lulli. Mhm. Ich glaube, ich würde sogar eher vom Wallhack weggehen und einfach mal bei Aim was reindrücken, weil am Anfang in der Warm-Up-Runde es so leicht fishy war und eben im Spiel auch. Da wäre ich fast dazu verleitet, ihm einen Aimer zu drücken. Wobei vorhin der Wall, also dieser Wall-Verdacht auch schon stark, es war schon irgendwie stark, oder nicht? Wie er da links stand, vor, also bei City Ramp, oder wie das heißt. Was mache ich denn jetzt? Die zwei, als er da von B auf A gerannt ist.
Ach, wisst ihr was? Ich drücke ihm den Wall und den Aim. Und wenn ich falsch liege, dann über die Maßen doch irgendwie sicher, dass er da was anhatte. Manchmal ist er so richtig abgegangen, als hätte er halt eben den Trigger kurz angemacht, um dann was zu drücken. Komm, ich drücke ihm das jetzt. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt Gas werde, aber ich muss es machen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao, ciao.